Morgen, Ralf. Ich habe noch keine Hose an. Gut, ich warte hier. Ich wohne schon immer hier in Düren. Schon 30 Jahre. Ich bin der Flohmarkt dran. Bald ist wieder ein großer Flohmarkt. Da brauche ich noch ein paar tolle Sachen. Ein paar Schnapper. Und der Stefan, der begleitet mich jetzt. Der dreht mir einen Film. Über mich. Cool, ne? Hier ist mein Badezimmer. Hier fängt das an. Ja, ich hab's für die Bücher. Zeig die mal. Komm mal mit, Stefan. Dann zeig ich dir mal meine Küche. Du, komm mal rein. Ja. Ich muss Zigarette ausmachen. Ganz viel Zeug. Das ist alles vom Flohmarkt. Und alles für den Flohmarkt. Und guck hier, das ist mein Keller. Das ist aber alles noch unsortiert. Das mache ich später. Ja, hier auch noch ganz viele Bücher. Zeig dir mal. Guck mal, Stefan, da oben schlafe ich. Da habe ich meine eigene Höhle. Und dann kann ich von da oben kann ich immer rausgucken. Dann sehe ich immer, kann ich über ganz Düren gucken. Ja, ich habe ganz viele Hobbys. Aber am liebsten gehe ich spazieren. Aber nicht so wie die anderen Leute, sondern mit Adleraugen. Aber manchmal, da finde ich richtig tolle Sachen. Ralf, guck mal hier, der Weihnachtsmarkt. Wollen wir eine Runde einen Glühwein trinken und eine Pause machen? Aber ich sollte auch spazieren, Stefan. Ja, wir können eine kurze Pause machen, uns ein bisschen aufwärmen, Glühwein trinken. Das will ich nicht, schmeckt mir nicht. Okay, dann trinke ich einen Glühwein und du trinkst einen Kakao. Nein, Stefan, dann gehst du alleine, dann gehe ich schon mal vor. Dann treffen wir uns später bei mir. Tschüss. Das sieht aus wie das Haus von Oma und Opa. Aber die wohnen da gar nicht mehr. Die sind schon tot. Das sind Oma und Opa. Und das ist die Uroma. Die ist auch schon tot. Früher waren wir immer ganz oft bei Oma und Opa. Aber dann einmal gar nicht mehr. Mutti meinte, die hätten Streit, aber ich weiß gar nicht, worüber die gestritten haben. Da war ich noch ganz klein. Ich mag Musik von der Schallplatte. Die knistert immer so schön. Am liebsten höre ich da Vogelmusik. Vogelmusik? Was ist das denn? Kennst du nicht? Nee. Ja komm, zeig ich dir mal, ja? Acht Rufe, Bläh- und Knurrlaute. Die Fotos, die sind alle aufgenommen in Walsrode. Im Weltvogelpark in der Lüneburger Heide. Das ist der größte Park in Deutschland. Und warst du denn schon mal da? Nee, wieso? Ja, wenn du Vögel so magst und deren Gesang, dann bitte ich dich doch an, mal dahin zu fahren, oder? Ah, wieso? Das habe ich doch alles. Hast du alles hier drauf?
Gleich her, da streiten mit dem Nachbarn. Jetzt wieder alles okay. Die Heidelerche. Das ist mein Lieblingsvogel. Das ist die Heidelerche. Das ist der fleißigste Vogel. Er hat auch schon was gefangen. Ralf, hast du nicht noch was anderes, was du gerne anhörst? Klar. Eins. Das ist Flitzi. Das ist meine Katze. Die ist schon ganz alt. Ja, früher, da ist sie immer ganz viel geflitzt. Dann haben wir die Flitzi genannt. Und immer, wenn ich bei Mutti bin, dann kusche ich immer ganz viel mit der. Das geht jetzt viel einfacher. Die sitzt immer nur noch. Die hat alle Pfoten kaputt. Aber ist ganz gut. Dann kann ich immer ganz einfach mit der kuscheln. Guck mal, da sind sie. Das sind meine Freunde. Das ist der Frank. Das ist der Dieter. Den Frank kannte ich erst gar nicht. Der hat die Uschi zu mir geschickt. Zum Stöbern. Und da hat er zwischen all meinen Büchern hat er eine Autogrammkarte vom Elvis Presley gefunden. Und die wollte er unbedingt haben. Und dann haben wir getauscht. Schweinchen. Das kann im Dunkel gucken. Du findest dich aber nicht, oder? Na, ist ein Film über mich. Heute Abend ist ja wieder Sperrmüll. Seid ihr auch wieder dabei? Sammel der Müll mal schön alleine. Kauft ja sowieso keiner. Wohl. Und manchmal sind da richtig gute Schnapper dabei. Aber du findest mich nicht, ne? Habt ihr ja schon von der Uschi gehört. Wie, was denn? Kam die Uschi über den ganzen Markt gelaufen. Sagt die Ralle, Ralle, ich brauch ein Bügeleisen. Sofort. Sag ich, jo, sofort. Hab ich vielleicht. Sagt die, jo, Kalle meinte, du hast ein Bügeleisen. Sag ich, jo, ist im Auto. Muss ich gucken. Sagt die, jo, mach mal, brauch ich. Geh ich ins Auto rein, kram das von ganz hinten vor, stoß mir noch den Kopf. Knall das auf den Tisch, sag ich 50 Euro. Sagt die April, April und geht wieder. Mit der Uschi habe ich eine ganze Woche nicht geredet. Die wollte auch ein Bügeleisen. Dass die mit so einem Peter jetzt was am Laufen hat? Was soll hier? Nee, das mit dem Bügeleisen. Wie am Laufen haben? Ja, komm, lass mal. Schieß eh nicht. Wohl. Machen die einen Stand zusammen. Ich hab den Peter am Laufen. Dieser Kammer von Kalle getrennt. Der Fisch ist noch nicht mal trocken. Du, Frank, was eigentlich mit dem Kassettenrekorder? Kaufst du den jetzt noch? Nein, komm nicht. Dieter, kann ich mir auch eine Zigarette drehen? Nee, das ist alle. Bis heute Abend? Bitte nicht. Das sind meine Freunde. Frank und Dieter. Dieter und Frank scheinen ja nicht so deine besten Freunde zu sein, ne? So die gelacht haben. Wieso? Nee. Wir sind gute Freunde, wieso? Wir lachen ja immer zusammen. Wir haben mal viel Spaß. Das sah eher so, als ob die über dich gelacht hätten. Nein. Die sind so. Das versteht nicht jeder. Das ist der Humor von denen. Stefan, überleg dir das nochmal. Die sind richtig gut. Die sehen auch schick aus. Siehst du das? Mein Telefon. Hallo? Ja, hallo? Peter, kenn ich nicht. Ach so, von der Uschi. Hey, mach doch einen Stand. Ja. Ja, hab ich da. Zwei. Ja, warte. Ja.
Warte kurz. Ja. Ja. Okay. Ja, bis die Tage. Okay, tschüss. Der Peter kommt vorbei. Wenn wir eine Schreibmaschine angucken. Kommt die Tage. Woher ist denn die Tasche? Schon ein bisschen älter, ne? Ne, wieso? Die ist ein bisschen alt. Das ist die von Papa. Stefan, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 27. Da bin ich ja älter als du. Hast du schon eine Freundin? Ja, hab ich. Ist sie hübsch? Ja, finde ich schon. Zeig mal. Ah, ich habe gar kein Foto von ihr vom Handy. Zeig dir ein andermal. Okay. Ich wäre auch eine hübsche Freundin. Ja, wen fändest du denn so hübsch? Michelle. Welche Michelle? Michelle, die Sängerin. Ah, die Schlagersängerin? Ja. Ah, okay. Ja, wäre doch super. Wenn ihr denn so mithilft, den Stand aufzubauen. Sperrmüll ist jede Woche. Und da habe ich immer eine ganz feste Route. Und hier in der Straße, da findet man eigentlich immer was. Ja, viel haben wir noch nicht, ne? Ja, guck mal da vorne. Guck dir das mal an, da ist sowas, hab ich gesagt. Das ist doch super. Und nehmen wir das schon hier? Nee, guck mal da, da ist noch mehr. Guck dir das mal an. Gar nicht schlecht, was? Ja, ist gut. Oh, das kann ich doch alles benutzen. Das können wir alles mitnehmen. Das ist auch ganz gut. Das ist doch perfekt für den Flohmarkt. Den kann ich ja verkaufen. Der ist auch noch ganz weich. Sehr schön. Hallo. Was macht ihr da? Komm schon mal auf. Was soll das? Das ist meiner. Ich war zuerst hier. Was ist denn jetzt hier los? Das ist aber nicht nett. Hallo, was soll denn das jetzt? Oh. Alles klar, Ralf. Alles klar bei dir? Ja, klar. Alles gut. Schau, guck mal da. 20 Cent. Beim Sperrmüllsammeln, das war ja schon eine brenzlige Situation, ne? Hey, das war die Sperrmüllmafia. Die sitzt ja auch in Düren. Aber ich lass mich da nicht unterkriegen. Ich war zuerst hier. Aber hast du schon einen mitbekommen da, ne? Und lagst auch am Boden. Ja, da habe ich denen gezeigt, dass ich auch einstecken kann. Komm mal, hilf dir mal. Sicher, alles okay. Soll ich Polizei rufen? Nee, alles okay. Ich will jetzt nach Hause gehen. Hattest du Angst, Stefan? Muss alles tiptop aussehen. Der Peter, der ist auch schon im Hausflur. Wenn du auf dem Flohmarkt bist und mit den Leuten verhandelst, hast du so Tricks und Kniffe, wie du vorgehst? Ja klar. Einen ganzen Ärmel voll. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da muss man Menschenkenner sein. Aber ich mach das ja schon ganz lange. Na, ich so ein Gespür für die Vibrations. Vibrations. Mhm. Hallo. Da ist er. Der Peter. Ja, komm rein. Komm rein. Hallo? Kommt der Peter noch? Ich bin Peter. Du siehst gar nicht aus wie Peter. Aber du siehst aus wie eine Ralle. Wo ist denn die Schreibmaschine? Ach, das sehe ich. Guck mal, ich habe ganz viele Lampen. Hast du Lampen zu Hause? Ich habe Lampen, ja. Oder Musik? Was magst du da? Ich hab Jazz. Magst du Jazz? Na, danke. Soul. Ich hab ganz viel Soul. Du, was willst du denn haben für den Schreibmaschinen? Welche? Die blau? 50 Euro. Und die beige? 50 Euro. Wir sind beide tiptop. Ist ein bisschen zu teuer. Aber du hast doch so Schriftstellerfinger. Was sehe ich doch? Ich bin Schriftsteller. Ja, siehste, hab ich gleich gesehen. Guck mal.
Siehst du, ist doch super. Da kannst du super Romane mitschreiben. Ja, wenn du vielleicht ein paar Bücher drauf packst, dann. Hallo? Ja, du bist gerade jetzt ungünstig. Kann ich dich zurückrufen? Ja, das mache ich. Okay. Bis später. Ciao. Schönen Gruß von Uschi. Was ist mit den Büchern? Wieso ruft die Uschi dich an? Wir sind doch zusammen. Hat sie das nicht gesagt? Nein. Ja, was ist mit dem Buch hier? Nein, das will ich nicht mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Geh bitte. Was heißt? Ich würde eine Schreibmaschine kaufen, wenn du mir ein Buch immer drauf packst. Nein, die will ich dir jetzt aber nicht mehr verkaufen. Ich will dir gar nichts mehr verkaufen. Komm jetzt, geh jetzt. Ich habe keine Zeit mehr. Was ist auf einmal passiert? Habe ich keine Lust mehr. Ich will das Ganze hier nicht mehr. Was ist das für ein Problem? Ich habe gar keine Mappe. Nein, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Geh zurück nach Kerpen. Komm nicht aus Kerpen, du Spinner. Das ist mir egal. Hört sie Uschi seine Heideleiche. Das mit der Uschi hat dich gerade schon überrascht, ne? Hat schon ein bisschen mitgenommen, oder? Nö, wieso? Uschi ist doch nur eine Freundin. Hat dich das überrascht? Dich hat das Buch mitgenommen. Wie machst du denn eigentlich, wenn du so größere Möbelstücke findest? Wo stellst du die eigentlich unter? Hier ist ja nicht mehr so viel Platz, ne? Ja, aber die könnte ich zur Mutti bringen. Die hat einen ganz großen Keller. Und da bin ich auch jeden Sonntag. Da gibt's nämlich immer Kohl und Kuchen. Mutti. Mutti. Hallo Ralf. Da ist ja eure Kamera. Kommt mal rein, es gibt Cola und Kuchen. Komm. Der Kuchen ist richtig lecker. Das freut mich, wenn er dir schmeckt. Ja. Magst du noch ein Stück? Ja, da hast du echt gut gebacken. Danke. Wie kommst du mit dem Flohmarkt voran? Hast du alles vorbereitet? Fast. Noch nicht alles. Aber das schaffe ich. Ich sehe, ich habe gar keine Weihnachtsdekoration. Feiert ihr kein Weihnachten? Das mögen wir nicht. Ralfs Vater ist an Weihnachten 96 gestorben. Seitdem ist Ralf ein ganz anderer Mensch. Ich glaube, dass er sich für den Tod seines Vaters verantwortlich fühlt. Aber er spricht nie darüber. Immer wenn ich versuche, mit ihm darüber zu sprechen, bricht er das Gespräch ab. Du Mutti, wo ist eigentlich die Flitzi? Wollt Stefan Flitzi zeigen? Und ausgerechnet jetzt an Weihnachten ist auch noch Ralfs Katze gestorben, die Flitzi. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich ihm das beibringen soll. Ich wollte dem Stefan noch die Flitzi zeigen. Flitzi! 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 Ralf, kannst du vielleicht den Koffer nochmal zur Seite machen?
nicht doch mal rüber reden, Ralf? Aber manchmal hilft das. Ich weiß, das ist blöd mit der Flitze, das ausgerechnet am Weihnachten passiert. Ne? Erinnert dich nur an deinen Vater. Ralf, bist du zu Hause? Habt ihr den Ralf gesehen? Wisst ihr, wo der ist? Ich hab ihn nicht. Mach mal das Ding aus. Wisst ihr nicht, wo der ist? Nein, wissen wir nicht. Ja, hallo, hier ist der Stefan. Ist der Ralf vielleicht bei Ihnen? Ja, mir ist ein Fehler unterlaufen. Jetzt ist mir abgehauen. Ich suche ihn überall. Ich war schon im Kiosk bei ihm zu Hause, versuche ihn anzurufen, aber ich kriege ihn nicht erreicht. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo er sein könnte? Okay, da war er aber noch nie. Ich würde es trotzdem einfach mal probieren. Wo ist das genau? Ja gut, ich probiere es. Okay, ich melde mich. Bis dann. Tschüss. Hey Ralf, ich bin Stefan. Ja, komm rein. Sag mal, was ist denn hier los? Hey, machst doch den Flohmarkt. Den Flohmarkt? Aha. Aber ist er nicht heute? Ist er nicht jetzt? Ja, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir? Ja, du hilfst doch. Ja, klar. Ja, der Keller, der muss auch noch leben. Der Keller auch noch. Aha. Ja, komm, dann dürfen wir jetzt nicht trödeln. Und Ralf, schon alles aufgebaut? Fast. Jetzt. Und? Was für ein Gefühl? Ja, ganz gutes. Da ist richtig viel andran. Da ist richtig viel los hier. Guck mal. Ich glaube, das wird ein super Tag. Das hat mich so auf die Folter gespannt. Was machst du denn mit dem Geld, was du heute verdienst? Nach Walsrode fahren. In den Vogelpark? Das wäre cool. Willst du da mitkommen? Ich lade dich an. Ja, das ist ja nett. Würde ich machen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Dann machen wir das. Ja. Na gut, dann will ich gar nicht weiter aufhalten. Ne? Dann verkauf mal schön, dass du das Geld zusammenbekommst. Ja, dann zeige ich dir mal, wie ich das mache. Da ist doch Oschi und Peter. Hallo, Oschi.